Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute ist auch der letzte Spieltag der zweiten Bundesliga angebrochen. Wir orakeln heute mal Hannover gegen Holstein Kiel. Ich war mir nicht so ganz sicher, welche Mannschaft aus der zweiten oder welches Spiel aus der zweiten Liga ich da nehmen werde. Und jetzt habe ich mich einfach mal für Holstein Kiel entschieden, weil ich vor, ich weiß gar nicht, wann war es, vor 1-2 Wochen oder so, diesen Aufstieg auch mitbekommen habe und wir direkt wieder mal zum Anfang Gegentor bekommen. Oder fast zumindest. Ich spiele auf Profi. Einfach weil ich, wie gestern schon gesagt, als wir die dritte Liga orakelt haben, ich habe von der zweiten Liga auch eher weniger einen Plan, beziehungsweise da auch noch nicht so viel orakelt, logischerweise, weil wir in erster Linie immer die erste Bundesliga orakeln und oder ein bisschen Champions League oder sowas. Ja. Aber ich wollte nochmal darauf eingehen, dass Holstein Kiel hat man ja auch schon ein bisschen länger auf dem Schirm, so sind ja auch schon ein bisschen länger in der zweiten Liga unterwegs. Ich kenne die damals noch von der dritten Liga so ein bisschen. Und jetzt haben sie es endlich geschafft. Ich fand ja die zweite Liga, also ich verfolge die auch ein bisschen, weil ich ja eine, als Mannschaft der Hansa Rostock so ein bisschen favorisiere oder favorisiert habe. Zumindest die letzten 1-2 Saisons. Diese Saison war ja richtig, ja, unterirdisch. Aber schmunzeln musste ich trotzdem, weil sie ja am Anfang der Saison auf Rang 1 mal ganz kurz unterwegs waren und dann komplett durchgereicht wurden. Während alle anderen Nordclubs, ne, die Holstein Kiel, St. Pauli, Hamburg, Hannover, ja, zumindest irgendwie unter den Top, weiß ich gar nicht, unter den Top 7 oder so, sind die alle auf jeden Fall. Nur Hansa Rostock hat das Memo nicht gekriegt. nein. Verdammt. Ah, schade. Ja, man merkt schon, mit Holstein Kiel habe ich, glaube ich, noch nie irgendwas gespielt. Also, insofern ist das auch schon mal, ja, den kann man auch festhalten. Insofern ist das eine neue Erfahrung. Gut, dass ich auf Profi gestellt habe. Unter Weltklasse wird es wahrscheinlich schon wieder 3-4-0 für Hannover stehen. Ja, wie gesagt, gestern waren halt sämtliche Spiele der ersten Liga und heute sind sämtliche Spiele der zweiten Liga, wo ich mir auch wieder eine Konferenz reinziehen werde. Also das war, also erste Liga-Konferenz war gestern schon mal ziemlich geil. Ich hoffe, dass die zweite Liga da heute auch ganz gut mithalten kann. Da werde ich auch wieder Konferenz dann gucken. Und Konferenz ist immer, gerade wenn so viele Mannschaften spielen, geil. Ich meine, du kannst dich auf kein Spiel so richtig konzentrieren. Aber du hast halt viele, viele Tore mit dabei, ne? So, jetzt übernimmt Hannover hier aber auch so ein bisschen die Überhand. Müssen wir hier mal versuchen, so ein bisschen gegenzudrücken. Also, so können wir das ja jetzt auch nicht ablaufen lassen. Ne? So. Das war doch abseits, oder nicht? Wollte ich gerade sagen. Ey, aber ich glaube hier, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist, glaube ich, auch wieder so eine Dreierverteidigung. Ne? Da habe ich ja bei Frankfurt und Leverkusen auch immer schon so meine Problemchen. Jetzt. Oh, schön durchgestochen. Nice. Ein so ein Lucky Punch braucht man denn im Endeffekt nur. Einmal durchstechen. Aber es sieht auch so ein bisschen aus, als wenn Hannover auch so eine Dreier-Innenverteidigung da hat, ne? Aber die haben noch die Außen. Wo sind denn unsere? Ne, wir haben eine Vierer. Hä? Wieso sah das denn eben kurz nach einer Dreier aus? So, jetzt müssen wir am besten direkt noch ein 2-0 machen. Ihr wisst ja, wie es läuft, sonst kriegt man hier ganz schnell. Boah, ey, ein Pass. Er kann das halt auch, ne? Ein Pass. Komplette Mannschaft ist aus dem Spiel genommen. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Ja, jetzt fangen die auch noch an zu zaubern, oder wie? Flanke kommt in den 16er. Dieser Kopfball geht drüber, keine echte Gefahr. Ja, gefühlt so ein bisschen dieses 1-0 jetzt aus dem Nichts von mir, aber ja, man weiß halt, wenn man so Richtung Tor läuft, wie man gucken muss, beziehungsweise wie man am besten durchsticht. Ja. Was natürlich nicht immer funktioniert, wenn sich da die Verteidigung verschiebt oder so. Das ist cool, dass sich bei den Gegnern immer die Verteidigung dann so verschiebt und bei uns dann halt nicht. Ah, komm, gib mir noch den anderen. Dass du denn immer den Verteidiger kriegst, der möglichst weit weg ist.
möglichst weit außen. Ne, das auf der Außenbahn bringen mir die Verteidiger halt nichts. So, 1-0. Das ist ja sowieso eine gute Frage. Man hat es am gestrigen Spieltag in der Bundesliga schon gemerkt. Wie wichtig ist es jetzt noch, einigen Mannschaften zu gewinnen oder nicht zu verlieren? Denn bei einigen geht es halt noch um alles. Bei anderen halt um nix. Ne? Also gestern das eine Spiel zum Beispiel Dortmund gegen Darmstadt war ja auch... Darmstadt war abgestiegen, Dortmund konnte nicht mehr Sechster werden, konnte nicht mehr Vierter werden. Ja, das ist doch Käse. Nee. Das war Müll. Das ist immer so ein bisschen schade. Du siehst die Leute, die da mitlaufen, dann schlägst du die Flanke auf, einmal denken sie sich, nö, ich bleib jetzt stehen. Ganz wichtig war natürlich sein Führungskörper. Nichts wird sein. Jetzt haben sie alle Trümpfe. Boah, ey, geht mir doch nicht auf den Kranz. Hannover drückt ein bisschen. Aber es ist wirklich so, ne? Also, wenn ich jetzt hier auf Weltklasse gestellt hätte, dann wäre ich schon ziemlich am A gewesen. Er bleibt stehen, anstatt zu laufen. Ja, okay, der Pass war scheiße. Ja, erste Aufnahme heute. Also kein Wunder, ich wieder ein bisschen aus der Kalten, ein bisschen am Rumnörgeln, wenn die Pässe nicht sitzen. So, Babs. So, ich habe die dritte Liga gestern nur so nebenbei so ein bisschen verfolgt. Ja, was gibt's da groß zu sagen? Ulm war ja schon aufgestiegen, die haben das nochmal sicher gemacht. Die haben, glaube ich, 4-2 oder so gewonnen. Preußen Münster hat gewonnen, Jan Regensburg hat verloren. Also da ist nichts mehr angebrannt. Wir hatten ja Preußen Münster gestern orakelt. Und ja, ich kann ja hier an der Stelle schon mal gleich sagen, wow, toll. Kann ich dir schon mal gleich sagen, wir werden natürlich auch die Relegationsspiele von der ersten und zweiten sowie zweite und dritte auch versuchen zu orakeln. Ich werde versuchen dran zu denken. Die Finalspiele wird es auch geben von Champions League Finale, DFB Pokal Finale, Europa League Finale und Conference League, ganz wie ihr Bock habt. Also da ist kein deutsches Team dabei. Natürlich hätten wir Champions League und so auch die Finals orakelt, wenn jetzt kein deutsches Team dabei gewesen wäre. Aber Conference League habe ich immer so das Gefühl, dass das keinen so richtig, ja, keinen so richtig juckt. Ah, Bro, wieso ist der Pass so ungenau? Weiter hoffen die Fans auf den Spätenausgleich. Ja, 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 man weiß gar nicht so richtig, wie man laufen soll. Das wissen meine Spieler, glaube ich, auch nicht. Boah, auch wieder stark gehalten. Und auch richtig schwach von meinen Verteidigern, dass sie da nicht richtig dran sind. Zu zweit decken sie ihn da und er kriegt den Ball trotzdem. Ja, weiß ich nicht, was der Quatsch soll. Oh, ein Haken nach dem anderen und das Thema ist durch, oder wie? Der Befreiungsschlag. Okay, so. Ja, Hannover, ja damals auch eine Zeit lang in der ersten Liga unterwegs gewesen. Ich fand die damals sogar ganz cool, ne? Damals mit Bredaric und Freddy Bobic und so. Robert Enke hat ja damals da am Tor gestanden. Also Hannover hatte schon eine coole Zeit auch. Irgendwie in der ersten Liga, danach in die zweite Liga abgestiegen. Ich habe damals noch so ein Fußball-Manager-Spiel gehabt. DSF-Manager, den wollte ich auch immer nochmal auf dem Kanal bringen. Na komm, warte. Jetzt. Schönes Ding. Also, da waren die Namen von den Mannschaften damals, da stand denn, das habe ich schon öfter erzählt, da stand ja nicht Ballack, sondern Belek oder so. Oder nicht Kahn, sondern Kenny. Und so, das hat auch eine Weile gedauert, bis ich das rausbekommen habe. Damals war ich ja noch ein bisschen jünger und da habe ich Fußball natürlich noch nicht so extrem verfolgt wie heutzutage. Ja, aber irgendwann hast du den gerafft, okay, das sind die Namen, die bloß abgeändert wurden. Weil ich hatte auch schon Fußballmanager-Spiele. Ja, wo halt komplett ausgedachte Namen waren, weißt du, wo du keinen wiedererkannt hast. Boah, ja, da stand der Torwart auch ein bisschen falsch im Tor. Also den kann man auch anders abwehren. Der war gut geschossen so, aber du siehst schon am Stand des Torwarts, wie er Torwart einfach nicht im Bild. Wie der halt einfach falsch steht. Und die Verteidiger dürfen den Spieler natürlich nicht so zum Schuss kommen lassen, ne? Ist klar. Das geht nicht. So, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, da war Hannover damals schon also in der zweiten Liga noch unterwegs. Und das war kurz bevor sie im Endeffekt aufgestiegen sind. Da war mir Hannover auch schon ein Begriff, sag ich mal. Weil sie da auch eine der Mannschaften waren, die ja, ein bisschen weiter oben mitgespielt haben. Na, also
auch eine interessante Mannschaft, oder interessante Mannschaften waren ja damals so Köln, Freiburg und Frankfurt. Die sind ja damals auch irgendwie in so einem Trio aufgestiegen. Und Köln war immer irgendwie für mich eine Fahrstuhlmannschaft. Die sind ja jetzt wieder runtergegangen. Das war damals für mich gang und gäbe, dass die immer irgendwie aufgestiegen, abgestiegen, so habe ich die jedenfalls in Erinnerung. Na gut, also wir haben jetzt 2-1 gewonnen, klingt nach einem relativ realistischen Ergebnis. Ich wollte nochmal sagen, sehr, sehr cool, dass Holstein Kiel aufgestiegen ist, freut mich für die und ich hoffe, guck mal, Union Berlin ist ja jetzt auch drinnen geblieben, die haben ja dann am letzten Spieltag auch noch alles klar gemacht für sich. Ich hoffe, dass Holstein Kiel das ähnlich schafft und nicht nächste Saison wie Darmstadt oder so wieder runtergeht. Ne? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass St. Pauli sich da ein bisschen mehr festbeißen kann, dass sie so ein bisschen bissiger sind. St. Pauli ja damals auch schon erste Liga gewesen. Aber Holstein Kiel, weiß ich gar nicht. Sind die zum ersten Mal erste Liga? Weil das habe ich jetzt so die letzten 20 Jahre, die ich Fußball jetzt so ein bisschen verfolge, eher nicht so auf dem Schirm. Die waren immer so dritte und danach zweite Liga, sofern ich die noch richtig auf dem Schirm habe. Und im Handball waren sie, glaube ich, auch ganz gut, oder? Aber gut, gerne eure Gedanken wie immer in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann sage ich einfach mal Ciao.